Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Firlei und heute am 10. Oktober 2022 schauen wir uns einmal die DAX-Entwicklung an und einige DAX-Aktien. So, legen wir gleich mal los und schauen uns die Charts an. Ja, der DAX startete ja recht stark in den Oktober. In den ersten beiden Tagen konnte der deutsche Aktienindex, Sie sehen es hier anhand der beiden weißen Aufwärtskerzen, ja, konnte der DAX, der deutsche Aktienindex, um etwa 6% anziehen. Der Hintergrund hierzu kam, wie so oft, aus den USA. Begründet wurden die starken Kursgewinne mit der Hoffnung zahlreicher Anleger, dass die US-Notenbank, die Federal Reserve oder kurz die Fed, also dass die Fed die Zinspolitik etwas mäßigen wird und eben nicht an den stark steigenden Zinsen festhält. Wie Sie wissen, wurde der US-Leitzins bei den letzten Notenbanksitzungen dreimal in Folge um 0,75 Basispunkte auf aktuell 3,25% erhöht. Doch dann, Sie sehen es hier anhand der roten Abwärtskerzen, ja, dann verpuffte diese Zinshoffnung wieder. Per Schlusskurs am Freitag sehen wir immerhin noch ein Plus von 1,3%. Wir betrachten hier die jeweiligen Schlusskurse vom Freitag. Also Schlusskurs vom 23.09. bis zum 30.09. Ja, klar, die Inflation bleibt das Kernthema. Doch falls sich die Federal Reserve tatsächlich zu einer etwas moderateren Gangart entschließen könnte, stehen die Chancen gut für eine Jahresendrallye. Warten wir es ab, die nächste Sitzung der US-Notenbank ist am 1. November. Die nächste Zinsentscheidung wird dann am 2. November verkündet. Charttechnisch essentiell ist jetzt natürlich, ich gehe mal auf ein Jahr, charttechnisch essentiell ist natürlich, dass die 12.000er-Marke hier, diese Psychomarke, dass diese in den nächsten Tagen hält. Schauen wir uns jetzt einige Jahresgewinner an. Ja, es gibt tatsächlich noch Jahresgewinner. Der DAX selbst fällt seit Jahresanfang. Gehen wir da kurz rein. Der DAX selbst fällt seit Jahresanfang etwa um 22%. Doch es gibt tatsächlich fünf Werte, die seither, also seit Jahresanfang, im Plus liegen. Nehmen wir hier die deutsche Börse. Die deutsche Börse steigt immerhin seit Jahresanfang noch um 15%. Und auch wenn wir die letzten 5 Jahre anschauen, bewegt sich der Kurs durchaus in einem Aufwärtstrend. Dann haben wir die Beiersdorf-Aktie, die immerhin 10% ansteigen kann seit Jahresanfang. Doch wenn wir uns hier den 5-Jahres-Chart anschauen, geht es doch wild auf und ab. Und ja, wie soll ich sagen, also diese Aktie ist in meinen Augen kein Trendfolger. RWE gewinnt 9% seit Jahresanfang. Bei der Deutschen Telekom sehen wir ein Plus von 7%. Und auch die Bayer-Aktie hat es jetzt wieder in der letzten Woche ganz knapp seit Jahresanfang ins Plus geschafft mit ja, 0,4%. Aber Sie sehen auch hier, da geht es brachial nach oben und leider auch eben noch brachialer nach unten nach einem Erholungsversuch. Also bei der Bayer-Aktie wäre ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, ob jetzt der richtige Zeitpunkt wäre. Werfen wir noch einen Blick auf den Wochengewinner und den Wochenverlierer. Um 8% geht es in der letzten Woche für Infineon nach oben. Schön langsam. Ja, es scheint sich das Bild hier zu stabilisieren. Immerhin der Abwärtstrend, der kurzfristige, wurde nach oben durchbrochen. Hier würde ich aber auf jeden Fall abwarten, wie sich der Kurs um den 60-Tage-GD, das ist hier dieser grüne Verlauf, um den 60-Tage-GD verhält. Der 60-Tage-GD ist in etwa ein gleitender
Durchschnitt. Weniger gut sieht es bei Vonovia aus. Das ist der Wochenverlierer mit einem weiteren Prozent, mit einem weiteren Verlust von etwa 7%. Also hier geht es nun wirklich für diesen Immobilienwert geht es nun wirklich rapide bergab. Zum Schluss möchte ich Ihnen Ihren Blick noch auf die Linde-Aktie lenken. Der Chemiewert- und Gasehersteller widmet sich übrigens zunehmend dem Thema Wasserstoff. Und kurstechnisch bewegt sich die Aktie immer noch in einem Aufwärtstrendkanal. So, hier habe ich Ihnen, blenden wir den hier mal aus. Hier habe ich Ihnen die Überschneidungen mitgebracht von Kurs und dem 256-Tage-GD. Der 256-Tage-GD ist ein gleitender Durchschnitt, der in etwa den Mittelwert eines Handelsjahres widerspiegelt. Und in meinen Augen, jetzt können wir mich wieder einblenden, in meinen Augen ist gerade dieser 256-Tage-GD ein wichtiger Indikator und spielt auch für meine Kaufentscheidungen eine wichtige Rolle. Ja, schauen Sie sich die Linde-Aktie mal an. Langfristig betrachtet gehört die momentan auf jeden Fall zu meinen Favoriten. So, liebe Leser, das war's schon. Ich freue mich auf das nächste Video. Da geht es um Wissen. Lassen Sie sich überraschen. Es geht um die richtige Anwendung von Charts beziehungsweise welche Chartart Sie wählen sollten. Viel Erfolg an der Börse, Ihr Tom Fairley.